Das ist eine wahnsinnig große Burg hier. Ah, das ist der! Den kenne ich doch. Der hat doch zu Beginn... Alter, nerv mich nicht. Alter! Jetzt sind es wieder mindestens zwei. Es sind drei. Jetzt sind es vier. Fünf? Fuck! Gibt das hier noch eine Belohnung, weil ich hier so mutig... Oh Gott! What the fuck? Und damit hallo und willkommen zurück bei Sekiro. Ich bin ja letztes Mal bei diesem optionalen Boss hier in den Verliesen hängen geblieben. Und dank euren Tipps weiß ich jetzt auch, dass ich was falsch gemacht habe. Ich hätte nämlich die ganze Zeit das göttliche Konfetti benutzen sollen. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Soll man irgendwie riechen, dass das eine Erscheinung ist? Jedenfalls braucht man das, um ihm überhaupt Schaden richtig zufügen zu können. Jetzt habe ich natürlich nur zwei. Das heißt, ich habe jetzt zwei Versuche. Ich werde die jetzt einfach mal machen. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe mit den zwei Konfettis, dann werde ich einfach den Weg weitergehen und den Kollegen hier später nochmal besuchen. Dann ist er jetzt offensichtlich noch ein bisschen zu stark. Dazu sollte ich es vielleicht mal ausrüsten. Machen wir mal die Keramikscherben da weg. Oder nee, ich mach's mal direkt neben die Fläschchen, damit ich es parat habe. So, wunderbar. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Zwei Versuche haben wir. Und wenn nicht, dann geht's halt direkt weiter. Weg mit dir. Den habe ich ganz vergessen, dass er da steht. Ich frage mich ja immer noch, ich wundere mich immer noch, dass es hier keinen Punkt gibt, wo ich auf ihn drauf springen kann das erste Mal. Weil, das ist zu weit weg. Wenn ich runtergehe, sieht er mich sofort. Da drüben sieht es so aus, als ob es noch eine Plattform gäbe, aber da komme ich nicht hin. Jedenfalls habe ich es nicht gefunden. Seltsam. Na gut. Konfetti nehmen und los geht's. Jetzt macht er natürlich seine komische Beschwörung am Anfang. Dieser Kreis da, den sollte ich nicht betreten, weil dann erfasst mich das Grauen sofort. Jetzt schaue ich mal, ob ich da einen merklichen Unterschied bemerke. In dem, was ich ihm abziehe. Ich glaube schon, ja. Ah. Wieso treffen die mich immer? Wie lange hält denn das? Wo sehe ich denn, wie lange das hält überhaupt? Und ist das immer noch da, wenn ich einmal das Zeitliche segne? Also nach der Auferstehung? Oh, jetzt hat er sich verdünnisiert. Oh, da bin ich jetzt einfach direkt reingelaufen in diesen Strahl. Ja, das Konfetti hat sich, glaube ich, schon erledigt jetzt. Krass, okay, das hält überhaupt nicht lange. Tja gut, hilft ja nichts. Probieren wir's. Dann haben wir halt nur diesen einen Versuch. Das ist nicht viel. Aber wow, guck mal, wie viel wir dem jetzt abziehen. Krass. Nummer 1. Ja, das wäre jetzt echt schön, wenn wir das schaffen. Wenn wir das jetzt schaffen würden, das wäre ein Träumchen, aber... Boah, Mist. Wieder direkt reingerannt. Na, jetzt kommen die Großen wieder. Von oben. Da ist noch einer. Bloß nicht reinlaufen. Na, jetzt verschwindet er schon wieder. Okay, jetzt muss ich rennen, dass mich dieser Strahl nicht wieder erwischt. Da vorne ist er. Renn, 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 renn. Hä? Was soll ich denn machen? Rüberspringen oder was? Ja gut, jetzt haben wir keinen Konfekt mehr. Kein Konfekt, doch. Konfetti meinte ich, aber haben wir tatsächlich doch noch. Es ist noch aktiv, jetzt aber nicht mehr. Und jetzt sehe ich hier auch
schon nicht mehr die größten Chancen, das zu schaffen. Scheiße. Oh Mann. Das möchte ich echt ungern machen jetzt. Den Gegner hier gehen lassen. Aber mir bleibt keine Wahl, ne? Ja, jetzt bin ich tot. Mir bleibt keine Wahl. Aber okay, wenn man wirklich ein paar Konfetti hat, dann ist das, glaube ich, sehr gut machbar. Also der hat hier wirklich extrem Schaden jetzt bekommen. Nicht an seiner Haltung, sondern nur Schaden. Kann man die sich eigentlich kaufen? Nein. Muss ich die echt finden? Okay, da oben war ja noch so ein Händler, wo ich letztes Mal meine Mibu-Ballons verkauft habe, um mir diese Items zu holen. Vielleicht hat der ja noch göttliches Konfetti. Naja. Ich gehe jetzt aber erstmal weiter. Dass wir hier mal auch wieder was Neues sehen. Ach, hier war ja dieser Fisch. Kann ich eigentlich im Wasser meine Schuriken schmeißen? Nee. Dann gehe ich nochmal kurz raus und schmeiß den einfach von hier draußen ab. Hallo. Na jetzt aber. Ah, das geht gar nicht so gut. Na, ey, wie trifft man die denn richtig? Ah, jetzt hat's geklappt. Das scheint mir eher so ein Glück zu sein. Ob man die jetzt trifft oder nicht. Okay, hier geht's noch weiter. Da oben sieht mich irgendjemand. Gewehrschütze. Ist ganz schön weitläufig. Okay, hier geht's auch noch lang. Nee, dann checke ich erstmal ab, was hier oben ist, bevor ich da weiterschwimme. Schon mal ein kleines Item. Konfekt. Der hat mich schon wieder vergessen. Pech für ihn. Oh, da sind ja noch mal zwei. Den Speermann möchte ich weghaben. Und ich schnetzle ich mal eben aus dem Weg. So, noch ein Item, Beruhigungsmittel, okay. Nicht so interessant. Schwarzes Schießpulver, schon besser. Geld, nehmen wir auch immer gern mit. Da oben sind ein paar Tipps von anderen Spielern, aber wahrscheinlich nur Quatsch. 7 Sekunden, geben wir uns das mal. Ach, der Scheiß, ja. Nur Scheiße macht die Community hier. Nur Scheiße. Jedenfalls nochmal danke für eure Tipps. Ich hätte jetzt noch wahrscheinlich ewig versucht, an diesem Krieger da rumzuhacken. Erfolglos. Und hätte meine Nerven verloren. Ah, da war noch ein Schütze. Okay. Mist. Wenn der mich jetzt nochmal trifft. Dann war es das gewesen. Aber macht er nicht. Weil ich diesmal aufpasse. Das ist ja auch nicht der Hauptweg hier, glaube ich, ne? Trotzdem. Also der Boss an sich ist ja optional. Und wir haben ja noch echt diese große Treppe, die auf dieses andere Gebäude zuläuft, wo diese ganz vielen Gegner vorne standen. Da geht es ja auf jeden Fall auch noch weiter. Aber ich möchte natürlich immerhin mal gucken, wie weit ich hier komme, bis es nicht mehr weitergeht. Was kommt jetzt? Ein Aufzug? Oh ja. Hätte man da auch runterspringen können. Jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihn nicht mehr runterschicken. Vielleicht geht es auch nochmal runter. Naja, kann ich vielleicht nochmal von der anderen Seite schauen, falls ich hier nochmal vorbeikomme. Okay. Die kann man nicht kaputt machen. Diese großen Dinger. Okay. Schauen wir mal, was hier oben ist. Auf jeden Fall schon mal ein Checkpoint. Und eine Stimme. Ja, ich da. Wer spricht da? Ah, ich kann mit der Wand reden. Aha. Erstmal rasten. Wer weiß, was passiert. Rasten, nicht rosten.
Also hier treiben wohl irgendwelche Mönche ihr Unwesen, die auf den falschen Weg der Macht gekommen sind. Ja, diese Mönche möchte ich kennenlernen. Und ich lasse mich einfach nicht von ihnen fangen. Das ist doch ein Plan. Das ist doch ein Plänchen. Ja, vorsichtig. Vorsichtig, schmorsichtig, sage ich immer, ne? Ja. Wer will mich aufhalten? Ach toll, das ist ja nett. Hier wird für mich gebetet. Das hilft mir bestimmt wahnsinnig viel. Um die Ecke gucken. Aha. Ein Konfekt für... bla bla bla. Hä, was bringt das? Das Attentäter... einem Attentäter-Clan. Das macht lautlos und unsichtbar. Ah, okay. Ja, zum Schleichen. Schleichi, schleichi, schleichi. Senpo-Tempel. Da kommen diese ganzen Konfekte her. So, so. Hier matscht ihr die also zusammen. Was ist das denn? Was schwebt denn da? Ein Flugdrache. Oder unten ist schon so ein Mönch, glaube ich. Oh, soll ich jetzt hier weitergehen? Das ist ja wieder ein ganz neues Gebiet. Oder soll ich die große Treppe nehmen? Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme erst die große Treppe. Ich glaube, ich nehme erst die große Treppe. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit schon wieder, wie bei der Erinnerung, stundenlang in einem optionalen Gebiet abhängen, falls es überhaupt eins ist. Wo war denn das? Talsperr? Nee. Burg? Ich glaube, es war die Burg. Mal gucken, ob ich damit richtig lag. Da! Genau, da ist sie ja. Genau die Treppe habe ich gemeint. Habe ich das schon gemacht? Ja. Genichiro ist wahrscheinlich da oben. Den kennen wir ja schon. Den haben wir ja schon mal ganz am Anfang kennengelernt. Und da hat er uns so richtig einen auf den Latz gegeben. Boah, hier ist ja richtig was los. Huch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Erstmal zu dem kleinen Kobold da unten. Ah, jetzt habe ich meine Axt nicht. Das ist blöd. Die braucht man bei denen, glaube ich. Weiß nämlich nicht, wie ich sonst die Haltung von denen durchbrechen soll. Ich verpiss mich nochmal. Und widme mich Leuten, wo ich mehr Schaden anrichten kann. Eieiei. Eieiei. Hier geht's ja ab. Ich höre noch irgendwo einen Hund. Ah, da hinten kommt er. Weg. Bei dir kann ich gleich kontern, wenn ich ihn erwisch. Jawohl. Okay. Ruhe kehrt ein. Ruhe kehrt jetzt hier ein. Möchte mich jetzt hier umsehen. Ach, du hast gedacht, du hörst jetzt auf. Das war dir alles zu wild hier, was hier gerade passiert ist. Hast du gesehen? Dachtest du, ne. Dafür werde ich nicht bezahlt. Die kriegen ja alle gar nichts mit. Die sind ja völlig... Oh, upsala.
betriebsblind. Ich laufe hier aber gerade durch wie der Elefant im Porzellanladen, ey. Völlig unbedacht. Mal wieder. Ich habe keinen Bock auf diesen kleinen Gnom da. Ich weiß nicht, wie ich den wegmachen soll. Ohne Axt, der versteckt sich immer unter seinem Hütchen. Wo ist er denn? Ah, was schießt denn jetzt? Wer, wo, was, wie? Ah, da oben? Ah, das ist der! Den kenne ich doch. Der hat doch zu Beginn... Alter, nerv mich nicht. Alter! Was bist du für einer? Ah, ich hatte jetzt schon die Befürchtung, dass es jetzt wieder so ein No-Name, der so überkrass ist, so wie der lila Ninja oder sowas. So, jetzt aber den da unten. Bevor wir die Haupttreppe nehmen, checken wir jetzt das hier alles ab noch. Was ist da? Ach, noch so einer. Okay, die sind wohl nicht so besonders. Aber sehen cool aus irgendwie. Einfach eine neue Gegnerart. Auch nett. Bin mal gespannt, was da noch so alles kommt an Gegnerarten. Oh, das ist so ein Gebiet, wo man leicht was übersehen kann, fürchte ich. Weil hier erstens alles gleich aussieht, zweitens gibt es hier 1000 Winkel und Ecken und Mauern und Dächer und... da ist noch was. Komme ich da hin? Erstmal hier hin. Und dann... Nein! Ah. Na, da ist noch so einer da oben. Boah. Leute, ich verliere direkt die Orientierung. Wie kommt man denn da hoch? Da wird es nur noch kurz angezeigt. Ist hier irgendwas höher? Das da. Okay, und von da kommen wir hier hin und dann kommen wir zu dem Typ hier da oben. Kann man sich auch an die ranschleichen? Oder kriegen die einen immer mit? Na, scheint zu gehen. Weg mit dir, du Federviech! Du Vögelchen! Darüber können wir jetzt nicht mehr. Okay. Das ist nur Kulisse. Ah, zwei von denen finde ich blöd. Sag mal. Uiuiui, das war knapp. Aber ich habe hier wieder eine Auferstehung bekommen. Verliebt mich mal aus den Augen. Ich versuche euch wie ein wahrer Shinobi wegzumeucheln. So, der eine schaut dahin, der andere hat da seine Hut. Na, der hat mich direkt schon wieder gesehen. Komm doch rüber. Komm du doch rüber gesprungen. Komm doch. Ah, jetzt kommen sie beide wieder. Oh. Wo ist der eine hin? Ist einfach runtergefallen. Und ich habe ganz schön Fallschaden bekommen.
Oh, ich bin auch schon Level 3 jetzt. Oder nicht Level 3, ich bin schon wieder... Hab schon wieder 3 Punkte, das wollte ich sagen. Da wollte ich noch hin. Na komm, halt dich fest. Halt dich doch einfach daran fest. Ist eigentlich ein großer dabei? Ja. Die kann man belauschen. Ja, eure Unbezwingbarkeit werde ich schon bald auf die Probe stellen. Jetzt habe ich wieder einen blöden Sprung gemacht. Jetzt war ich doch quasi... Nein! Ich glaube, von da komme ich schon dahin. Den Sprung noch nicht richtig getimt. Ja, okay. Mibo-Ballon des Reichtums. Ah, dann komme ich hier hinten hin und kann dem General schon einen Todesstoß versetzen. Good to know. Ich wollte aber nochmal noch zu dem anderen Vogelmann da oben hin. Da gab es ja auch noch was. Ah, verdammt. Jetzt hör doch auf. Aber ich kann ja nochmal, ich darf ja nochmal. Und dann machen wir ihn kurz weg. So. Gibt das hier noch eine Belohnung, weil ich hier so mutig... Oh Gott! What the fuck? Alter, ich hab mich mega erschrocken. Was war das denn? Ich hab nur das Geräusch gehört. Und dann kommt der Irre da. Aus dem Himmel gepfeffert. Sag mal. Ah, ich hab... hier kann man noch irgendwie... Habt ihr mir gesagt, wenn ich hier irgendwas... Irgendwelche Ballons... anwende, kriege ich Konfekt oder so? Nee? Ich kann eine Probe des ausgehusteten Blutes von dir nehmen. Ja klar, gerne. Gib mir doch was von deinem Auswurf da. Bäh. Drachenfäule Blutprobe. Enthält stillstehendes Blut. Emma kann dies nutzen, um ein Heilmittel gegen Drachenfäule zu finden. Ah, sehr gut. Sollen wir das mal kurz machen? Zu Emma gehen. Und vielleicht hilft uns das ja auf Dauer irgendwas, wenn wir die armen Leute durch unsere verschuldete Drachenfäule wieder auf den Weg der Gesundheit bringen. Hallo Emma. Hier, nimm diesen Auswurf. Aber wir haben doch extra so ein Item da gekauft, ne? Was auch die Drachenfäule heilen soll. Okay. Bei solchen Sachen in Spielen allgemein frage ich mich ja grundsätzlich immer, vergeht da Echtzeit oder muss ich eine bestimmte Stelle im Spiel erreichen, damit sie die Heilung gefunden hat? Vermutlich Zweiteres. Meistens ist es Zweiteres. Aber es gibt auch Spiele, wo man dann real irgendwie 2 Stunden warten muss und kommt man wieder und dann ist fertig. Wo war denn das? Naja,
Okay, nee, anderes Beispiel, so Metal Gear Solid, ne? Snake Eater war es, glaube ich. Da gab es diesen Sniper, keine Ahnung mehr, wie der heißt. So ein alter Sack. Und da konnte man, wenn man lange genug gewartet hat, dann ist der, also es war ein Boss, und der ist dann einfach an Altersschwäche gestorben. Das fand ich auch so eine geile Idee. Also man musste den dann gar nicht bekämpfen, sondern konnte einfach warten oder sogar cheaten, indem man das Datum bei der Konsole einfach vorgestellt hat. Und dann war der weg. Okay, jetzt schaue ich mir mal. Ah, hier wollte ich am allerwenigsten hin. Am allerwenigsten wollte ich hier runter. Hoch, hoch, oh. Lasset mich hoch. Soll ich nochmal zu den Vogelmännern oben? Oh, jetzt treffen die mich alle. Zieht mich gerade jeder. Na, zwei sehen mich. Ach Mann, ja, wenn sie gut. Wenn sie mich noch von hinten beschießen, dann kann ich natürlich schlecht was machen. Aber das wollte ich mir nochmal anschauen. Dann gibt es noch eine andere Seite, also links neben der Straße. Da war ich auch noch nicht. Willst du nochmal so lustig runterfallen wie vorhin? Guck mal, ich kann das auch mit Sachen schmeißen. Blödsack. Der ist runtergefallen. Ach Gott, der hat mich jetzt ja völlig aus den Latschen gehauen. Ah, so viel zu entdecken. Wo will man als erstes hin hier, ne? Das ist immer die Frage. Wo ist es am interessantesten? Vogelmenschen. Ah, warte. Also bevor ich jetzt weitergehe, weil meine Erfahrung geht ja schon wieder weg hier, schaue ich erst mal, was ich mit meinen 3 Punkten hier noch erwerben kann. Ob es was Interessantes gibt. Das fand ich nicht so interessant. Ermöglicht die Verwendung von Prothesenmodulen in der Luft. Und zwar von dem Shuriken. Eigentlich ganz cool, dass ich die selber auch in der Luft schmeißen kann. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal probiert und das hat dann natürlich nicht geklappt. Dann gibt es hier noch Geräuschunterdrückung. Ja, Schleichen ist nicht so interessant. Außerdem haben wir das schon einmal. Ich weiß nicht, ob wir da die volle Dosis brauchen erstmal. Ansonsten hätte ich hier noch mehr Geistembleme oder Kampfkünste in der Luft. Ermöglicht die Ausführung von Kampfkünsten während eines Sprunges in Richtung eines Gegners oder direkt nach dem Überspringen eines Rundumangriffs. Ah, das da. Das ist eigentlich auch geil. Außerdem wollen wir natürlich sowieso den Schattensturm am Ende haben, der hier ganz am Ende ist. Das wird ja wohl was Geiles sein. Und dann müssen wir uns das eh holen. Und hier könnte ich jetzt noch Nachtschwalbenhieb. Ist das vielleicht auch cool. Ein drehender Sprungangriff, der die Distanz zum Feind schnell verringern oder vergrößern kann. Die Technik stammt vom Ashinadienenden Nachtschwalben-Clan. Sie verstärken den Schlag durch das Gewicht ihrer großen Wurfsterne. Die Shinobi-Prothese ist ähnlich anwendbar. Nachtschwalbenhieb. Ja, aber ich finde den wir gerade haben, eigentlich geil. Diesen für mehrere Gegner. Deswegen, ich mache jetzt mal die Flugkampfkunst, damit wir das hier freischalten können. Ein starker Stoß mit großer Reichweite.
und benutze den aufgespießten Gegner als Plattform, um himmelwärts zu springen. Ist doch geil. Das klingt doch geil. Das holen wir uns. Soll ich euch mal auschecken eigentlich? Dem ramme ich jetzt erstmal ein Messerchen in den Rücken. Das hat ja überhaupt nicht geklappt. Das hat ja überhaupt nicht geklappt. Die haben hier sofort allesamt gesehen. Ah, viele Schützen hier. Das sind alles Schützen. Das ist gut, weil die kann ich sogar parallel neben dem wegmachen. Relativ problemlos. Wo ist denn der letzte? Ach, den hat er jetzt einfach mitgenommen. Schauen wir mal, was der kann. Wie immer, ordentlich austeilen. Okay, die erste Haltung hatte ich sogar fast schon. Was bedeutet eigentlich, wenn er das macht? Ist das irgendwie, wird er da stärker dadurch? Oh, jetzt hat er meine Haltung durchbrochen. Greifen kann er mich wohl auch. Einmal haben wir geschafft. Wenn ich jetzt mich vor ihm verstecke, zählt dann mein erster Kreis noch oder ist er dann wieder... Ach, jetzt hat mich der Vogelmann wieder gesehen. Mann! Oder bekommt er jetzt wieder beide Kreise, wenn er mich aus den Augen verliert? Weiß ich gar nicht. Der da oben darf mich jetzt natürlich nicht sehen gleich, wenn ich das versuche. Tut er mich aber, glaube ich, zwangsweise. Ah, ne, tut er. Doch, tut er. Ah, der hat beide. Der hat beide wieder. Das war jetzt echt blöd. Das muss ich quasi nochmal alles nochmal machen. Und habe aber weitaus weniger zur Verfügung. Naja, vielleicht schaffe ich es ja. Aber dann möchte ich auf jeden Fall einen Todesstoß anwenden. Beruhigen Sie sich, Herr General. Welcher Höhe gibt es denn Fallschaden? Manchmal springt er dann noch echt von weit oben runter und dann geht es ihm gut. Aua. Der Sprung nervt mich. Hm. Jetzt schon wieder nicht. Sag mal. Okay. So, da hoch. Und jetzt aber. Okay. Let's try this. Einmal ohne Hilfe. Ich möchte ungern auf der Schräge mit dir kämpfen, ehrlich gesagt. Komm mal bitte hierher. Greift mich nicht.
Schade. Oh, ich lebe noch. Komm, komm. Oh nein, ah, war das knapp. Scheiße. Ah, schade, ey. Das hätte so schön sein können, so auf den letzten. Ach, Mann. Schade. Hätte cool sein können. Hätte, hätte, Fahrerkette. Von irgendwoher, ach schon, jetzt, wer hustet jetzt? Die Chirurgen. Ah ja. Alle fangen an zu husten, nur weil ich so ein Versager bin. Es tut mir leid, Freunde, ich hab euch enttäuscht. Irgendein Schuss hat mich jetzt leider direkt schon erwischt. Du hast sie vorhin so schön für mich weggemacht. Ah, Mann. Geht doch schon wieder schlecht los hier. Na, ich geh jetzt mal runter und raste direkt. Das ist eine Verschwendung von Auferstehung hier. Das müssen wir uns gar nicht geben erst. Die kurz erledigen, dann nochmal vor dem Weg. Möglichst viele Heilung behalten und dann schaffen wir den. Das war jetzt wirklich sehr knapp gerade. Gut. Komm, verschwind. Was macht der denn jetzt? Hat er mich auch gesehen? Oder sogar eine Truhe? Geht's ja gar nicht weiter vielleicht? Ist das lediglich die Truhe, die uns da erwartet? Kann sogar sein. Naja, nichtsdestotrotz will ich das rausfinden. Komm jetzt. Gib's auf, mich zu finden. Na komm. Och, nervig. Das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Ehrlicherweise. Dass es nicht reicht, das Sichtfeld zu unterbrechen, sondern man muss hier teilweise sonst wo hinlaufen. Das ist ein bisschen unglaubwürdig. Und störend ohnehin. Okay. Dann machen wir ihn jetzt mal. Weg den Kollegen. Boah, ist der wütend. Haltung. Ah, oh Gott. Okay. Okay, läuft doch. Läuft doch. Gar nicht so schlecht, eine Gebetsperle. Sehr schön. Aber jetzt habe ich verpasst, zu gucken, wie viel ich eigentlich gerade besitze. Wo sind sie? Wo sind die denn? Die Perlchen. Hä? Jetzt blind? Ah, hier. Zwei. Zwei haben wir. Und hier ist noch... göttliches Gras. Geheime Medizin, die die Vitalität vollständig wiederherstellt und alle Status-Anomalien heilt. Haben wir da nicht schon eins von?
Glaube schon. Aber die sollen wir ja eh aufbewahren. Habt ihr mir ja gesagt? Nee, haben wir noch nicht. Habt ihr mir das gesagt? Ich glaube schon. Ich glaube, das habt ihr mir gesagt. Ich behalte es mal. Erstmal. Okay, ach, Vogelmann. Geht's hier weiter? Hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert. So, dann checke ich jetzt nochmal die andere Seite aus. Ob es hier noch was zu holen gibt. Da ist ja gar nichts los da unten irgendwie. Hier ist ja gar keiner. Die geht auf. Was ist das? Achso, da kann ich mich dran festhalten. Okay. Geht die auch auf? Ja. Wirkt so ein bisschen Boss-Arena-mäßig. Ist es aber nicht. Hm. Wieso macht man die hier hin? Eigentumballon und Eisenschrott. Ich glaube, wir können auch bald mal nochmal zum Bildhauer zurückgehen und abchecken, ob wir eventuell schon wieder irgendeine Prothese verbessern können. Oh, das ist ein großes Tor. Warte mal. Jetzt kommen wir wahrscheinlich irgendwo hin, wo wir schon waren. Und zwar... Oder? Oder ist es ein neues... Das ist doch die Talsperre jetzt hier. Ja. Ist es. Aha, okay. Dann haben wir hier jetzt quasi eine Abkürzung geschaffen. Zur Talsperre. Aber ich wüsste gar nicht, warum wir da wieder hin sollen. Deswegen freue ich mich da jetzt nur begrenzt drüber. War hier noch was? Ach, hier war ich schon mal drin, ne? In dem. Oder zumindest auf der anderen Seite. Da habe ich mich schon mal gewundert, was das soll. Schatzkarpfen gibt es hier auch keine. Na gut. Nö. Dann schwingen wir uns mal weiter. Ich würde gerne noch den neuen Boss kennenlernen heute. Aber ich weiß nicht, ob das noch vorkommt. Da drin. Das sieht doch aus, als wäre das eine krasse Arena. Als wäre da ein krasser Typ drin, der auf mich wartet. Aber ich möchte noch zum Vogelmann auf jeden Fall heute. Zum zweiten Vogelmann. Der mich vorhin so ätzend überrascht hat. Da möchte ich jetzt nochmal hoch. Scheint auch, dass es hier gar nichts mehr gibt auf der Seite. Hab jetzt, glaube ich, nichts übersehen, ne? Da ist einfach nichts. Oder hier in diesem kleinen Hof. Nö. Okay. Nee, dann scheint hier einfach nichts zu sein. Hm, hier hoch. Dann dahin. Und. Ja, tschüss. Was war das denn? Der hat sich einfach... selbst seinem Schicksal gefügt. Och Mann! Ach, dieses Rumgehüpfe nervt mich ein bisschen. Ich bin da so ungeduldig. Aber ich bin halt auch nicht Spider-Man, ne? Wenn es noch ein bisschen fluffiger von der Hand gehen würde, wäre es schon geil. Aber ist ja schon ganz geil so. Ich möchte mich ja nicht beschweren. Muss ich euch jetzt echt beide
Komm, vielleicht schaffe ich es den einen schnell. Jawohl. Nein, ich hab ihn nicht erledigt, glaube ich. Aber den. Und der andere ist... As good as that. So, jetzt bin ich vorbereitet. Auf den Schrei, der jetzt kommt. Boah, leck mich. Der hat mich trotzdem erwischt. Oh, der hat ein bisschen mehr auf Lager. Na komm, hab dich fast. So. Oh, ich brenne. Scheiße. Okay. Geschafft. Ah, hier kommt der Drache her. Kann ich ihn abschneiden? Oder mich dranhängen? Da muss doch irgendwas gehen mit. Nee, echt nicht? Damit kann man nichts machen. Das sieht so nach irgendwas aus, was wichtig ist. Und wurde jetzt ja auch bewacht. Ah, da ist noch ein zweiter. Oh nein! Er sah mich. Oh, und hat mich komplett erwischt. Jetzt sind es wieder mindestens zwei. Es sind drei. Jetzt vier. Fünf? Fuck! Ich flieh mal ein bisschen vor denen. Es klappt nicht mehr. Alter, wie viele waren das denn? Fünf? Scheiße. Die sind krass. Also, in der Masse zumindest. Alleine sind ja vollkommen in Ordnung. Ach, jetzt bin ich bei der Talsperre. Dann... Da möchte ich nicht hin. Da möchte ich ja. Ich möchte auch nicht rasten, ich möchte reisen. Und zwar zurück zur Burg, bitte. Das ist eine wahnsinnig große Burg hier. Probieren wir es nochmal mit den Vögelmännern. Ich würde ja schon gerne wissen, was sie bewachen. Ob. Überhaupt. Aber wenn da so viele Leute sind. Wenn der Beweg da so beschwerlich ist, dann muss das belohnt werden. Ach Gott, ey. Dämlich. Dämlich, dämlich, dämlich. Schnell nach oben. Dann... Ach, ich habe ja vergessen, dass ich ja extra gelernt habe, in der Luft abwehren zu können. Ich kann mich schon wieder gegen drei. Fuck. Okay, wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich einen Schuriken schmeißen. Oh je, oh je. Jetzt läuft hier gar nichts. Okay, probieren wir es nochmal. Vogelmänner. Die Burg der Vogelmänner ist das.
Okay, jetzt weiß ich aber den richtigen Weg hier hoch. Mach nicht jedes Mal denselben blöden Fehler. Mann! Zu meinem Pech kommt der Feuervogel auch nochmal. Jetzt geh weg. Ich habe auch noch einen von dir im Rücken. Oh, der Vogelmann ist gekommen, der zweite. Scheiße. Ah, hab ihn aber direkt. Der ist ja gar nicht so stark. Hatte ich jetzt irgendwie vorher anders im Gefühl. Und den da hinten lassen wir in Ruhe. So, jetzt ist es die Kunst, die einzeln anzulocken. Beziehungsweise in zweier Teams wenigstens oder sowas. Damit ich die nicht alle gleichzeitig am Arsch hab. Erstmal eins höher. Da ist schon mal einer. Gegenüber ist auch noch mal einer. Der sieht mich hoffentlich nicht, wenn ich das mache. Okay, minus eins. Minus eins ist schon mal gut. Dann... Da hinten ist noch so ein Drachen. Irgendwas muss doch gehen mit den Drachen. Der soll mich nicht sehen. Ist hier hinten noch einer? Da oben ist einer. Komm, da komme ich doch irgendwie hoch, oder nicht? Doch. Der hat mich gesehen. Oh, ist ein Feuertyp. Sogar. Ich fände es nur fair, wenn die hier auch runterfallen könnten. Ach, guck mal, da unten habe ich den General bekämpft. Bei diesem Tempel da. So. Hier ist wohl keiner mehr. Da ist einer. Da ist ein Item. Schau mal da oben. Geht's da vielleicht rein? Haben wir uns dadurch eine Abkürzung vielleicht erschaffen oder so? So, ich glaube, das waren alle, oder? Dann können wir uns hier nochmal auf jeden Fall in Ruhe umschauen. Ah, einer ist noch da. Ach, zwei. Da kommt der nochmal angeschossen. Der Blödarsch. Hat er sich jetzt selber? Hat er sich jetzt selber platt gemacht? Was war das denn für ein Kamikaze-Bomber? Und hier geht's tatsächlich rein und wir haben einen Checkpoint. Nice, Freunde. Hat jetzt ja doch noch geklappt. Eine Truhe noch als Belohnung. Jawoll, ein Kürbissamen. Ja, endlich mal ein Fläschchen. Und wir haben es geschafft. Und sind im oberen Turm, im Vorzimmer. Und was uns dort erwartet? Das sehen wir nicht jetzt. Weil jetzt hole ich mir ein Fläschchen. Jetzt hole ich mir ein Fläschchen und dann bin ich gewappnet für alles, was da kommen möge. Oh, der hat sogar schon ein paar Antworten gefunden. Was ist
いずれ蘇っています。代わりの力を。どこかから奪っているのでしょう。竜害になったものから。おそらく竜害になったものは人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血がよどむのでしょう。どうやって直す。奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。 Den haben wir doch gekauft. Das haben wir uns doch extra gekauft. Jetzt haben wir noch einen, okay. Aber wir brauchen doch noch ein Erholungsamulett. Kriegen wir das? Aha, na gut. Damit hat sie es dann wohl erklärt. Mit diesem Amulett kann man an einer Figur des Bildhauers einen Tropfen Drachenblut opfern, um alle Befallenen zu heilen. Enthält Blut eines Drachenfäuleopfers, das von Emma gereinigt und zu einem Blutstein gehärtet wurde. Mit einem Erholungsamulett kannst bei einer Figur des Bildhauers Drachenfäule heilen. Kostet einen Tropfen Drachenblut. Heilt Betroffene von Drachenfäule, entfernt alle Fäuleessenzen und setzt die Wahrscheinlichkeit für göttliche Hilfe auf den Standardwert zurück. Da bitte ich um einen Tipp. Und zwar, ob ich das jetzt einlösen soll. Weil ich würde es tatsächlich machen. Dann hätten wir ja diese hustende Frau auf der Brücke. Die hustet dann vielleicht nicht mehr und gibt uns dafür was. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt 4 Kürbisfläschchen. Sehe ich das richtig? Das Menü Drachenfäule Wiederherstellung wurde im Figur des Bildhauers Menü freigeschaltet. Mal gucken, ob da noch irgendwas steht. Okay. Ja, sagt mir da gerne Bescheid, ob ich das machen soll. Ich würde es jetzt machen, nämlich. Und, ansonsten geht's zurück zum oberen Turm. Und was sich im oberen Turm verbirgt, meine Lieben, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne einen Kommentar da, ob euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Oder ein Däumchen ist auch ein Träumchen. Ihr kennt das Spiel. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.